Hallo, meine lieben Vanillekipferl. Erstmal wünsche ich euch einen schönen 1. Dezember, wie ihr seht. Heute Morgen haben sich da mal mindestens zwei mit großer Freude auf ihre Adventskalender gestürzt. Ja, ich stehe da total drauf und habe immer einen, seit ich mich erinnern kann. Ja, muss sein. Aber nun, darum soll es gar nicht gehen. Ich habe mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Es gab ja da mal eine Zeit lang, gerade zum Beginn meiner Schwangerschaft, eine Hagelflaute. Die ist aber nun wieder, ja, ich sag mal, so gut wie weg. Und dementsprechend habe ich auch wieder ein ganzes Körbchen voll zusammengesammelt. Also, ich habe jetzt kein spezielles Schema, wisst ihr ja. Ich greife da einfach wild rein, habe natürlich auch viele Proben und Kleingrößen. Den verbrauche ich irgendwie immer zuerst, bevor ich an die Originalprodukte gehe. Aber ich denke, das macht nichts. Trotzdem kann man zum Produkt was sagen und weiß, vielleicht wäre ein Originalproduktkauf ja ein Fehlkauf gewesen. Wie das erste Produkt, was ich habe. Sorry, aber da war noch irgendwo ein Schlicks unterwegs. Und zwar, ja, Hassliebe wäre vielleicht übertrieben gewesen. Naja, gut, ich sage erstmal, worum es geht. Und zwar dieses Garnier Natural Beauty Balsam Shampoo. Ich habe mich ja bei der lieben Principessa dafür bedankt, dass sie auf dieses Shampoo aufmerksam gemacht hat. Jetzt wird sie sagen: Ey, ist die Olle blöde? Wieso mag die das denn jetzt nicht? Ich finde es von allen, die ich in der Drogerie gekauft habe, ich würde sogar fast sagen, im Vergleich mit Friseurshampoos auch noch mit im Ranking. War das wirklich das Beste? Also, das hat beim Aufschäumen hat man ja, Einbildung oder nicht, schon dieses Balsamgefühl gehabt. Und das hat sich echt sehr gut und sehr cremig angefühlt. Aber der Mist war, beim Ausspülen war der ganze Spaß wieder vorbei. Wasser runter, Shampoo runter, Balsam weg. Oder wie? War blöd, aber dennoch hat sich ein richtig guter Duft im Haar gebildet. Wer also ein pflegeleichtes Haar hat, denke ich, wird damit sehr zufrieden sein. Ich habe ja da echt große Probleme mit meinen Haaren. Deswegen leider nicht. Ich habe das dann weiter meinem Mann gegeben. Und ich sag ja so im Großen und Ganzen echt eine feine Sache. Der Geruch ist mir auch sehr gern angenehm. Aber für mich leider nicht das Richtige. Das war also nichts. Auch nicht wieder kaufen. Dann ganz unerotisch. Fühlt sich noch so schwer an, aber ist irgendwie mehr. Das Nivea Intimo. Auch das Bräunchen braucht ein Schäumchen. Und ja, das kaufe ich eigentlich immer. Finde ich am besten. Benutze aber jetzt seit geraumer Zeit gar nichts mehr. Einfach zur Sicherheit. Finde ich auch ganz gut. Aber ansonsten, ich kaufe das trotzdem immer wieder. Wenn man mal das Bedürfnis hat, da einzuschäumen, nehme ich das auf jeden Fall. Deswegen würde ich immer wieder kaufen. Das nächste, was ich hatte, ist das Duschdas Special Edition Coconut Paradise Duschgel. Mit Milch und Kokosduft. Ich mag sowieso Duschdas Duschgele, kaufe ich eigentlich am allermeisten, wenn ich ehrlich bin. Fand das auch echt toll, mein Mann auch, denn irgendwie hat das immer nach Kokos gerochen, wenn er duschen war. Finde ich aber eigentlich sehr süß, deswegen ich würde es auch wieder kaufen. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht das Sisley Global Perfect Pore Minimizer Serum. Davon habe ich ja schon geschwärmt, finde ich echt super. Der Geruch, der ist so schön, ja, ein bisschen ätherisch, ökomäßig, aber angenehm. Erinnert mich ein bisschen an Lush. Sehr angenehm, aber wie gesagt, der Preis ist huhu. Aber ich habe noch 8 Stück davon, deswegen schauen wir mal. Kaufen wir aber schon in Überlegung. Aber da warten wir erstmal, weil das ist ja kein billiger Spaß. Dann aufgebraucht. Oh, irgendwas ist da ausgelaufen. Sieht ja jetzt so blöde aus. Das Listerine Smart Kids für Kinder. Minzgeschmack. Mundspülung ohne Alkohol. Mach da weiter, wo die Zahnbürsten nicht hinkommen. Ja, ich hatte das anfangs so verstanden, dass dieses Mundwasser, wie die Tabletten, die man, oh, da klebt irgendwas, als Kind vom Zahnarzt bekommen hat, wo dann noch so nach dem Zähneputzen einfärbt, wo da was ist,
Das war aber nicht der Fall, sondern das Einzige, was sich ein bisschen einfärbt, ist, falls man eventuell noch irgendwo Speisereste hat, die, wenn man dann ausspuckt, waren dann grünlich angefärbt, war aber eigentlich diesbezüglich dann mehr eklig als ein witziger Effekt. Und ja, für Kinder, weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, keine Ahnung. Also für uns selber würde ich es auf jeden Fall nicht mehr wieder kaufen, war ich nicht begeistert von. Dann habe ich aufgebraucht die Clarins. Die Clarins. Creme Dessalterrante. Keine Ahnung, war eine Probe. Die fand ich sehr angenehm, sehr frisch. Hat mich aber jetzt nicht so überzeugt, dass ich sie haben wollte. Deswegen auch eher nicht. Dann, oh ja. Oh ja. Habe ich geschenkt bekommen. Eine Guerlain Super Aqua Mask. Das ist jetzt keine Probe, also das ist eine. Ich glaube, in so einer Packung sind 6, 8 Stück, keine Ahnung. Die kosten um die 100 Euro, glaube ich. Das ist eine intensive Feuchtigkeitsmaske. Das war so ein Vlies. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, was man so auflegt. Habe auch irgendwo noch ein Foto rumfliegen. Ich würde es ja einblenden, aber ich sah echt monströs aus auf dem Foto. Deswegen ist das eher was für den Privatgebrauch. Ja. Ich dachte mir morgens, sonntags morgens, oh, mein Mann schläft noch, gehe schnell mit dem Hund Gassi, werfe mich unter die Dusche, mache meine Haare noch ein bisschen schick und dann lege ich mich ins Bett und genieße diese Maske zum Sonntag. Ja, da war nicht viel zu genießen. Also wenn ich mir vorstelle, dass so eine verkorkste Maske in so einem Paket über 100 oder 100 Euro oder wie auch immer sowas in dem Dreh war, das kostet. Ey, das hat so gebrannt, so wie Feuer gebrannt. Ich dachte, mir brennt die ersten Hautschichten ab und ich sehe danach aus wie so eine, ja, so ein Brandopfer, aber schwersten Grades. Also das hat so gebrannt, so wehgetan. Ich musste das Ding vom Gesicht reißen, hab dann auch direkt alles abgewaschen. Dann war es auch wieder gut. Ich hatte auch nachträglich dann keine Rötung oder so. Aber das hat so gebrannt, so gebrannt. Also echt ein Drama. Also ich habe mich da so auf die Maske gefreut. Ich habe die mir so lange aufgehoben. Ich habe die schon relativ am Anfang meiner Schwangerschaft geschenkt gekriegt. Und jetzt, wo ich dann, ne, mich wieder für Beauty begeistern kann und auch mir die Düfte nichts mehr ausmachen, dachte ich mir, jetzt musst du dir diese Maske gönnen und machst da voll, ne, einen auf Luxus. Da war ich echt dem Tode nah. Also das ist wirklich, das ist wirklich, also, nee. Da dürfen wir gar nicht mehr drüber reden. Also die war echt brutal. Was die da reingetan haben, ich weiß es nicht. Nun denn, also nachgekauft definitiv nicht, außer ich will jemandem was Böses und schenkt das dann weiter. Dann habe ich aufgebraucht aus diesen aktuellen Weihnachts-Wintersets von Balea die Cremeöl-Dusche Harmonie der Sinne. Weiße Schokolade mit Honig. Boah. Auch da. Den Puschel weiß. Fand ich ganz okay, habe ich mich drüber gefreut. Die Aufmachung, auch die Geschenkverpackung fand ich super toll. Als ich dann so am Anfang dran gerochen hatte, dachte ich, naja, okay, die Creme. Ölduschen von Balea mag ich sehr, sehr gerne. Behalte ich halt die, dass die Bodylotion, die kann es ja jemand anders drüber freuen. Unter der Dusche dachte ich schon, oh, jetzt fängt das wieder an. Also ihr wisst ja, ne? Ich und gehen und so. Dachte ich mir, naja, passt schon, aber auch unter der Dusche fand ich den Geruch so ekelhaft und ich lasse mich dann immer so unverschämt anfixen, wenn ich also, oh ja, das riecht so gut, das finde ich so toll. Ja, muss ich dann natürlich dann auch haben. Ne? Und das ist ja jetzt nur ein Preis, den kann man bezahlen. Und da macht man sich dann auch nicht so viele Gedanken. Man kann ja an den Sets leider Gottes nie riechen. Aber die Aufmachung ist einfach so schön. Und da dachte ich mir, komm, nimmst du es mit. Ich habe es so bereut. Ich habe da meistens richtig Gas gegeben auf dem Duschpuschel da, damit die Dose leer wird. Also, nee. Nie wieder, nie wieder, nie wieder. Ganz schlimm. Und dieses. Lass mich nicht lügen, wie ist das? Dieses Alverde Kardamom Vanille mit dem interessanten oder aufregenden Duft. Boah, da wurde mir so schlecht unter der Dusche von dem Gelumpe. Ne, den Puschel muss ich auswaschen, das Ding direkt aus der Dusche. Da dachte ich ja, Todeszone ist hier. Schlimmer geht's nicht. Das hat so gemöfft, das Zeug. Also, ich weiß nicht, ob diese
Erfinder da mal an dem Zeug riechen oder ob ich einfach nur einen extrem verkorksten Riecher habe. Also irgendwas ist da im Busch. Das Weihnachtszeug dieses Jahr, bis auf diesen Bärentraum von Alverde, glaube ich, war es, totale Todeszone. Bin ich echt enttäuscht. Nie wieder kaufen, ne? Ist klar. Dann habe ich aufgebraucht Herbal Essences Farbbooster Farbglanz-Shampoo. Den Geruch, das war ja das erste Shampoo, wo ich in meiner Schwangerschaft wieder benutzen konnte, wo ich gesagt habe, der Geruch ist okay. Die Spülung habe ich, glaube ich, beim letzten Aufbruchvideo schon gezeigt. Das Shampoo hat dann noch den letzten Tropfen meinem Mann leer gemacht. Der ist ja da unkompliziert mit seinen kurzen Stummeln da. Aber nee. Also der Geruch ja, aber die Pflege, so habe ich irgendwie viel pflegender, schöner in Erinnerung. Das Einzige, was in meinen Augen für Herbel dann nur noch gesprochen hat, war eigentlich der gute Geruch. Deswegen auch kein Herbel kaufen mehr. Nein, nein, nein. Dann habe ich aufgebraucht, ist leider schon verbeult, das war so schön rund, so eine Kuppel. Sah eigentlich aus wie so eine Kaffeekapsel von Sephora Coco Creme de Douche Coconut Creamy Body Wash. Einfach mal einfach zu sagen, ein Kokosduschgel. Ich fand das ganz nett, war ein bisschen natürlicher, ein bisschen herber, hat ein bisschen erinnert an den Trichomania festes Shampoo von Lush. War mir aber eine Note zu herb, aber weil das allererste war, was ich jemals in meinem ganzen Leben, ja, man mag es gar nicht glauben, von Sephora in der Hand hatte, musste ich das unbedingt benutzen. War dann aber im Endeffekt enttäuscht. Also würde mich nicht mehr reizen. Dann. Matten du? Hast du hier Scheiße? Nee. Gut. The Doggy. Dann habe ich aufgebraucht. Was ganz unspektakuläres, was ich auch relativ oft aufbrauche. Meine Evelyn Maxi Pads. Wattepads, das sind ja nur 40 Stück. Aber das sind mir echt die allerliebsten. Optimale Größe. Schön. Wattepads. Kaufe ich immer wieder. Habe ich schon wieder da und finde mir einen, bräuchte ich eigentlich mal wieder neu. Bin ich sehr, sehr gut. Dann ein Produkt. Ue. Das war in der irgendeiner Box. Ich glaube Pink Box. So viele Boxen habe ich nicht. Ja, ich denke Pink Box. Das ist, ich habe das jetzt unten abgerissen, nur mal um zu gucken, damals wie viel Füllstand da noch drin war, dieses Balea Naturrasier Schaumzeugs. Rein natürlich ohne irgendwas, ist aber komplett leer. War ein absoluter Käse. Ich bin ja Natur. Sorry, aber ich. Ich freue mich ja, wenn was Natur und so ist, sonst würde ich mir nicht die teuren Sachen von Lush oder Hemmungen kaufen. Aber da kannst du dir Wasser auf den Körper schmieren und hast, glaube ich, einen größeren Effekt. Oder nimmst eine stinknormale Handseife, schäumst die auf und schmierst sie dir aufs Bein. Da hat man, glaube ich, mehr diesen Rasierwiderstand, den man einfach ein Stück weit braucht, um das Gefühl und auch das Ergebnis, glaube ich, zu haben, ordentlich sauber rasiert zu sein. Sei es an den Armen, an den Beinen. Oder wo man sonst noch Lust dazu hat. Deswegen würde ich nicht wieder kaufen. Ich war ein paar Mal kurz davor, das in die Tonne zu kloppen. Aber dann, ich schmeiß auch nicht gerne weg. Und vor allen Dingen auch nicht Kosmetik, nicht Essen, nicht gar nichts. Also da habe ich dann doch bis zu Ende benutzt. Aber definitiv ein No-Go. Dann habe ich aufgebraucht Freiöl, Massageöl für Schwangere. Das ist jetzt das Active Balance mit Mango. Ich finde das Freiöl super. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht und war toll. Ich hatte aber das komplett ohne Duft. Und die Verkäuferin hat mir zwar gesagt, da ist ein bisschen Mango. Ich dachte mir ja, naja, komm, das wird jetzt nicht die volle Duftröhnung. Also auch dieser leichte Mangogeruch hat mich in der Übelkeit gestört. War aber noch zu ertragen. Also es war jetzt nicht, dass es mir dann hochgekommen wäre, wie bei vielen anderen Sachen. Aber ich würde das wieder kaufen, aber nur komplett duftfrei. Allgemein. Öle finde ich komplett duftfrei einfach besser. Dann habe ich aufgebraucht eine Parfümprobe. Das war das Narciso Rodriguez Verhör.
irgendwelche magisch davon, aber ich glaube, das hieß Musk oder Ode Musk. Hier, das ist okay. Ich habe, glaube ich, auch noch zwei, die werde ich auch noch aufbenutzen. Aber wäre absolut nichts, was ich kaufen würde. Dafür ist der Duft einfach zu 0815, zu, ja, könnte auch ein vergleichsweise billigerer sein. Dann habe ich auch gebraucht, die wollte ich immer mal testen, eine von diesen Biotherm Skinergetic Masken. Also das ist, glaube ich, auch immer so eine Packung mit 6 oder 8 Stück. Habe ich auch ganz netterweise eine Geschenk gekriegt von meiner Liebsten Monika. Und ja, die fand ich super, die war schön frisch. Wieder so eine Maske, wo man nur die Reste dann abnimmt und sich einfach frisch fühlt. Ich finde aber, glaube ich, Preis-Leistung passt nicht ganz. Also es ist angenehm, es ist schön, aber ich glaube, diesen Effekt erzielen auch gerne mal Balea oder Rossmann-Masken, die nur ein paar Cent kosten. Deswegen, ich habe endlich meinen Durst gestillt und konnte diese ausprobieren, um dann aber eben doch relativ ernüchtert festzustellen, dass es wahrscheinlich doch nicht das Wundermittel ist, als was es da angepriesen wird. Aber Mädels, ne, ihr wisst ja, wie es ist. Ist ja bei vielen Produkten leider, leider, leider so. Dann habe ich aufgebraucht, oho, ich habe mal eine Zahnpasta dabei. Die Blendermate 3D Deluxe. Meistens zeige ich die Zahnpasten gar nicht. Perlenextrakt Luxurious Mint. Der Mintgeschmack war mir zu mild. Und dieses Perlenextrakt-Gedönse war dieses knirschige, mehlige, mag ich überhaupt nicht in Zahnpasten. Also die am liebsten so ein Sportgel oder irgend sowas für die Zähne oder, ne? Aber dieses knirschige, boah, man hat sie halt benutzt, aber wäre auch nichts, wo ich sage, das brauche ich nochmal unbedingt wieder. Dann habe ich aufgebraucht, ich glaube, meinen ersten in meinem ganzen Leben Deo-Roller. Der ist komplett leer, das war dieser Vichy Sensitiv Antitranspirant 48 Stunden. Dieser stinknormale ohne Geruch, den hatte ich mir mit dem Schwangerschaftsöl zusammen gekauft, wo es mir so arg schlecht war und ich einfach nichts gefunden habe, was ich benutzen konnte in der Schwangerschaft als Deo. Man muss sagen, die Deodorant-Wirkung, wenn man das jetzt so sagt, also war super. Ich habe nicht nach Schweiß gestunken, habe mich nicht unsicher gefühlt, habe auch, außer ich bin mal weggegangen, jetzt gar nichts drüber gemacht, war wirklich super, schön neutral. Aber 10 Euro wäre es mir ehrlich gesagt nicht mehr wert. Oh, sorry Leute, ihr wisst aber, ne? Schien mal auf der Baby. Ja, ich denke, ein neutral riechendes Deo, was noch gut funktioniert, gerade als Deo-Roller, gibt es definitiv billigeres als 10 Euro. Deswegen würde ich das nicht mehr wieder kaufen. Dann habe ich aufgebraucht dreimal. Ich gucke jetzt mal, ob das dasselbe ist. Nicht, dass ich hier lüge. Nee. Alles was Verschiedenes. Also drei Chanel-Pröbchen habe ich aufgebraucht. Zum einen die Hydra Beauty Creme, das sind immer 5 Milliliter, die bekomme ich immer in meiner Parfümerie hier geschenkt, massenweise. Bin ich immer ganz happy drüber, weil ich doch gerne mal gerade Chanel ausprobiert habe. Ich mag den Geruch sehr, sehr gerne, muss aber ehrlich sagen, dass diese Creme mir fast schon zu reichhaltig ist, da ich ja eine sehr, ja, Mischhaut habe, die doch mehr zum Fetten neigt. Oh, jetzt ich brauche weh. War die mir echt schon fast zu viel, leider, aber der Duft war 1A. Deswegen, vielleicht im Winter und wenn die Haut wenigstens stellenweise trocken ist, aber ansonsten wäre es kein Nachkaufprodukt. Dahingegen die Chanel Hydra Beauty Gel Creme, also dasselbe nur als Gel Textur, fand ich wirklich super. Die war perfekt für meine Haut, auch jetzt im Winter, weil ich einfach nicht mehr viel Reichhaltigkeit brauche im Gesicht. Und da war die echt absolut super. Da habe ich echt schon drüber nachgedacht, ob ich die mir vielleicht mal gönnen könnte. Und dann habe ich noch passend das Hydra Beauty Serum von Chanel gehabt. Finde ich auch super. Mir gefällt sehr, sehr gut wieder der Geruch. Und dass es ja so eine Art Emulsion ist von der Konsistenz her. Und dementsprechend sehr leicht und sehr einfach zu verteilen ist. Super Sache. Würde ich auch kaufen. Dann habe ich aufgebraucht dreimal Lashproben. Die kann ich hier zeigen. Das sind so drei so eine kleinen Töpfchen. Waren natürlich verschiedene Proben. Zum einen war es,
das R&B sieht man auch noch so ein ganz kleines bisschen. Diese reichhaltige, nährende Haarspitzencreme, sage ich mal. Ich fand die sehr angenehm. Die Konsistenz hat mir sehr, sehr gut gefallen. War so ein bisschen fettig, wie eine sehr reichhaltige Creme oder Bodybutter fast schon. Aber schön zart und fein. Das Einzige, was mich gestört hat, war dieser üble Geruch. Das ist so bisschen muffig, bisschen Kräuter, ganz eklig. Deswegen, nee, aber in dem nächsten Haul zeige ich euch, was ich als Alternative natürlich auch naturkosmetikmäßig gefunden habe. Den Geruch muss ich erstmal vergessen. Deswegen, ich war wirklich am Überlegen, mir die wieder zu kaufen. Dachte mir aber, da ist noch was. Und habe dann, wie gesagt, eine coole Alternative gefunden. Die nächste Probe, die ich hatte, war, aha, das Shine So Bright Spitzenzeug, sag ich jetzt mal, weil das ist ja kein Serum, das ist auch keine Creme gewesen. Das kommt auch in diesen silbernen Tiegelchen wie die Balsen. Naja, in der Lippenbalsam kommt, ist auch so eine feste Struktur. Ich habe dann immer so ein bisschen abgenommen, in der Hand verrieben, da war das richtig ölig, wie wenn man Massagebars zum Beispiel reibt, hat man so dieses Öl und hat das in die Spitzen gegeben. Der Effekt hat mir gefallen, alles drum und dran hat mir gefallen, der Geruch hat sich im Haar gehalten, war im Prinzip alles perfekt, nur der Geruch war übel. Deswegen auch hier muffig. Vielleicht irgendwelche hässlichen Gewürze. Ich weiß nicht, also das, was bei den Produkten in der Beschreibung steht, ich glaube hier, das soll nach Zitrone oder so riechen. Also sorry. Wenn so eine Zitrone riechen würde, dann glaube ich, wird die keiner mehr essen. Also nee, ganz irgendwie so muffig, gruftig. Oll. Aber auch da hat Mutti eine Alternative gefunden. Die ist zwar etwas teurer, aber ähnlich. Deswegen auch da nicht wieder kaufen. Wie gesagt, auch bei dem Produkt habe ich darüber nachgedacht, das mir wieder zu kaufen, trotz Gestank. Aber dann haben die Alarmglocken geläutet und man hat doch noch was gefunden und das gefällt einem natürlich besser. Die letzte Probe war, schnuff, schnuff, das war dieser Let the Good Times Roll Gesichtsreiniger. Da habe ich hier noch eine zweite Probe, die habe ich mir von der lieben Monika abfüllen lassen. Auch noch leer dazu, also zweimal sind hier die guten Times gerollt. Das ist ja dieser Lush Popcorn Reiniger. Der ist jetzt zu Weihnachten neu gekommen. Ich glaube, der ist auch, wenn ich mich nicht täusche, ein limitiertes Weihnachtsprodukt. Viele schwärmen ja so übelst von dem und der riecht so nach Keksteig und so. Also Keksteig war jetzt nicht so meine Assoziation. Schon sehr süß. Ich hatte auch ein bisschen was so in Richtung Zucker, Guss. Ja, und so ein Hauch Keks-Karamell-mäßig ist eine interessante Sache. Ich kann mir vorstellen, dass viele Mädels da drauf fliegen, weil ja viele auch Honig und Karamell und solche Düfte mögen, die bei mir ja absolut gar nicht ankommen. Verstehe ich schon. Der hat auch wirklich ein Baby-Popo-weiches Gesichtchen gemacht, hat sich toll auftragen lassen, toll abnehmen lassen. Und die Haut war danach echt super. Ich finde, man hätte auch nichts gebraucht. Die Haut war gepflegt, versorgt, gereinigt, schön. Aber der Geruch ist nicht meins und da geht über meinen Buche de Noël einfach gar nichts drüber. Aber es war eine tolle Erfahrung, das auszuprobieren. Deswegen habe ich auch alle beiden Proben. Die von der Monika war zum Beispiel sehr, sehr großzügig aufgebraucht und der Tiegel hier war randvoll. Und ich glaube, ich habe den 3, 4, 5, 6, zwischen 4 und 6 Mal benutzt. Also ich nehme dann immer so einen kleinen Boller. Ich bin da aber auch, gebe ich ehrlich zu, jetzt nicht sonderlich sparsam. Also es war schon ganz angenehm, aber mein mandeliger Butschi, da geht nichts dran vorbei. Dann habe ich aufgebraucht meine LR Deluxe Fantastic Mascara. Die benutze ich ja immer, ja, wundert euch nicht, irgendwas ist hier ausgelaufen in meinem Behältnis. Die zeige ich auch ja in jedem Video. Irgendwann sieht die dann abgegriffen und abgenudelt aus. Die ist auch echt ratzipatzi leer. Wie gesagt, das war glaube ich meine dritte, vierte schon. Die nächste ist schon in Benutze und die nächste danach ist schon wieder bestellt.
Deswegen, also die kaufe ich immer wieder. Ich war mit keiner Mascara so zufrieden wie mit der und habe auch noch keine Mascara aufgebraucht, so oft wie die. Allgemein, glaube ich, ist das meine erste Mascara, die ich aufgebraucht habe. Deswegen heißt das schon was. Jetzt muss ich mal hier mit irgendwas hier gerade mal abputzen. Also ich glaube, da ist noch irgendwo ein bisschen Shampoo oder Duschgel rausgelaufen. Das sieht nicht mehr so appetitlich aus, aber na, wer weiß, was da ausgesabbert hat. Ja, dann habe ich noch aufgebraucht, darauf bin ich ganz besonders stolz. Mein allererstes Gesichtsserum. Wie man sieht, pupseleer. Das ist mein Clarins B-Oil Anti-Soif. Zwei-Phasen Gesichtsserum gewesen. Diese war 30 Milliliter. Das hatte ich aber auch ewig, also vielleicht ein Jahr, eventuell länger, ich bin mir nicht sicher. Habe das ja auch eine ganze Zeit nicht benutzt. Und ja, ich fand das ganz super. War angenehm zu verteilen, leicht in der Konsistenz. Hat mir gut gefallen. Muss aber ehrlich sagen, ich strecke da jetzt gerade serienmäßig mal meine Fühler ein bisschen raus. Mir hat schon dieses Chanel Hydra Beauty Serum ganz gut gefallen. Ich hatte mir dann einen Chanel nachgekauft. Ich dachte auch, das wäre das Hydra Beauty. Und ich habe das auch in der Parfümerie verlangt. Nur habe ich gesehen, dass das Hydra Max ein Active ist. Na, mein Gott. Ist auch nicht wild. Aber wie gesagt, ich habe ein anderes da. Würde ich jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem so richtig glücklich und warm werden, würde ich auf jeden Fall auf das nochmal zurückgreifen. Weil es war ganz okay. Mir hat nur. Ja gut, diese Zwei-Phasen-Sache war dann auch ein bisschen ölig, soll ja auch sehr feuchtigkeitsspendend und so weiter sein. Diese Zwei-Phasen-Geschichte ist nicht ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Und der Geruch war auch mir ein bisschen so zu natürlich. Also nicht, dass ich will, dass es unnatürlich oder künstlich riecht, aber es darf gerne so ein bisschen cremig sein, pudrig sein oder leicht blumig sein oder ein bisschen frisch. Aber das war noch nicht so das Nonplusultra, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun, das war es jetzt quasi mehr oder weniger schon. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas, immer her damit. Ich bin ja da ganz flexibel und offen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Aufgebraucht-Video. Ciao, meine Süßen!